Hallihallo, willkommen zu dem Backvorschlag. Kochvorschlag, wird zwar backen haben. Das ist, wie es der Titel verholt, etwas, wo Fleisch drin hat. Und hier fangen wir gerade mal zuallererst an mit dem Teig. Das ist ein Blätterteig, das sind zwei einzelne, total 640 Gramm. Den Blätterteig belegen wir mit passierten Tomaten. 200 Gramm Knoblauch, ungefähr 2 oder 3, wahrscheinlich nehme ich hier 3 von diesen Zehen, je nachdem wie gross sie sind. Eine Tomate, ich habe mich für eine Strauchtomate entschieden, sieht man hier dran, dass sie immer an diesen ganzen Ästchen dran hängt, wenn man die im Laden kauft. Die Tomate hier wiegt 160 Gramm. Für eine normale weiße Zwiebel habe ich mich noch entschieden dazu zu machen, 140 Gramm. 150 Gramm Mozzarella, Parmigiano, also Parmesan, das war ein Päckchen mit 80 Gramm. Da hätten wir unter anderem mal Petersilie, ja. Kann man auch so gerade in einem Päckchen kaufen. Dann befinden sich dort innen 20 Gramm. Ich habe mich entschieden für Landrauchschinken, das war in dem Fall der Schinken. Und für den Schinken nehmen wir 80 Gramm. Das hier ist Hobelfleisch. Ja. Davon nehme ich auch 80 Gramm. Und wir brauchen noch einmal ein Ei. In dem Fall. Als allererstes schalten wir gerade den Backofen einschalten. 200 Grad. Ober- und Unterhitz. Als allererstes nehmen wir uns den Knoblauch. Ja, wie ich schon gedacht, da ist irgendwie nicht so wirklich toll, warum auch immer. So alt ist dann nämlich noch nicht. Irgendwie kann ich in letzter Zeit immer Sachen kaufen, die schon am Vergammeln sind. Finde ich ein bisschen seltsam. Also, wenn das Zeug schon ewig eingelagert ist. Und das geht nicht mehr, ich weiß es auch nicht. So, also, noch einen. Das ist noch einer nicht gut. Heilan, aber. Ja, man das mal auf Zeit, das muss ich noch machen. Jetzt wird das so gemacht. Oben abschneiden. Unten abschneiden. Ganz ein Fotzel da weg. Dann ist das eigentlich nachher so und schon. Fertig. Das ist einmal eine Variante, um einen Knoblauch zu stellen. Die andere Variante ist gleich, fast gleich. Einfach hier mal abschneiden. So. Dann nehmen wir einen flachen Gegenstand. Zum Beispiel so eine Kelle. Pressen, bis es knacken hört. Dann könnt ihr da auch fast nur von selber rüsten. He? Wunderbar, he? Stellen wegschneiden, wenn sie schön sind. Prima. Machen wir das hier auch noch und dann geht es weiter. Als nächstes nehmen wir so eine Presse, wo man Sachen drin pressen kann. Man könnte es eine Knoblauchpresse nennen, weil man die auch für das brauchen kann. He? Nehmen wir unsere passierte Tomaten und tun diesmal den Knoblauch einfach nur auspressen. Ja. Und das hier unten raus schaut, kann man hier einfach so abschneiden leicht, abreiben eher. Ja, gut ist, und das machen wir mit den anderen zwei auch noch. Als nächstes tun wir Zwiebeln schneiden. Ja. Beziehungsweise mal rüsten. Ja. Dann einmal halbieren, nochmal halbieren und nochmal halbieren, dass sie geachtelt ist. Ja. Jetzt haben wir hier Achtelstückchen. Jetzt können wir das einfach klein hacken. Ich habe hier dazu zum Beispiel das, das ich jetzt benutze. Und
Dann, wenn wir das gemacht haben, sieht das so aus. Prima. Erledigt. Und auf die Seite legen. Dann hätten wir noch Tomaten. Tomaten tun wir einmal halbieren. So rum. Dass wir können das ein bisschen härtere Teil rausschneiden. Kann man, wenn man will, auch drin lassen. Und jetzt die wir hier ein paar Scheiben schneiden. Auch die legen wir auf die Seite. Nehmen noch die Petersilie. Schauen, ob irgendetwas nicht schön aussieht. Hier ist es gerade ziemlich dick. He? Die Stiele sind eher ein bisschen bitter. Und hier ist es auch nicht schön. Also schneiden wir grob mal die alle auf die Seite. He? Und auch da jetzt ein bisschen schneiden. Zusammenwürfeln, dass der da schön in die Hand reinkommt. He? Je nachdem, wie gern ihr das habt. Wir haben größere Stückchen oder kleinere Stückchen drin. Ich tue jetzt auch nur so fest gepresst. Leicht schneiden. Und dann war es das schon für mich. Ich mache hier gar keine grossen Schnittveränderungen. Ich lasse es mehr oder weniger fast so, wie es ist. Dann tun wir das auch auf die Seite rüber. Nehmen das Brätchen mit dem Fleisch und dem Ei drauf. Das Ei brauchen wir gerade noch nicht. Das legen wir mal schnell auf die Seite. Das brauchen wir ganz am Schluss. Jetzt haben wir das Fleisch dazu. Verwende ich ein besonders scharfes Messer. Das ist ein Keramikmesser, glaube ich, irgendwie so. Ja, wahrscheinlich, was auch immer. Und dann hier, so wie es gerade in der Packung ist, einfach den langen Weg ein paar Streifen schneiden. Das gleiche machen wir hier auch noch hier. Und zwar, ja, Moment, ich kann es eigentlich so wählen. Einmal tun wir hier das halbieren. So. Dann gehen wir hier nochmal zwischendrin, weil die überlappen dient. Ja. Und dann tun wir hier nochmal, dass es quasi so Viereckchen gibt beim Schinken. Dann wäre das auch schon parat. Das auf die Seite. Und dann nehmen wir unser Blech, wo alles reinkommt. Das Praktische an diesem Teig, den man kauft, fertig, der hat bereits schon ein Papier, das man es mit in den Ofen tun kann. Ich habe hier einen viereckigen genommen. Ich würde euch empfehlen, einen viereckigen zu nehmen. Rund ist nicht verkehrt, geht auch. Dann haben wir das einfach mal so rein tun. Das passt dann gerade immer auf die Bleche von der Backofen, weil die fast, ja, sind eigentlich so mehr oder weniger genormt. He? Und dann wäre das hier auch schon parat. Ja. Der Teig habe ich vorher noch einen Kühlschrank hier, wenn die ganzen Sachen zubereitet haben, dass der nicht zu weich wird, sonst ist es ein bisschen, ja, halt eben wärmer und geht dann nicht so gut. Dann haben wir jetzt hier mal als erstes noch die Soße, he? Wo wir den Knoblauch drin haben, Salz, weil ich gerne die spezielle Würze habe, machen wir von dem auch noch zwei Sprutz drin, das Ganze nochmal miteinander vermischen, dann gibt das noch ganz einen anderen Geschmack. He? Ja, mal probieren. Okay, kann man so nehmen. Und das Ganze einfach hier drauf schön verteilen. Jetzt haben wir noch Zwiebeln. Jetzt tun wir die Zwiebeln hier drüber auch schön verteilen. Wer mehr Zwiebeln will, macht mehr drauf. Petersilie, da kann man schön drüber verteilen. Das habe ich auch gern. Tomaten auch schön drüber verteilen. So, das war es einmal so weit gesehen. Und das einfach noch drüber verteilen. Schinken drüber jetzt. He? Dann auch noch den Schinken drüber verteilen. Ein bisschen auseinander zupfen da. Oder ein bisschen schwierig. He? Jetzt ist das halbe Fleisch verteilt. Dann machen wir das mal kurz auf die Seite. Dann haben wir ja hier noch den Mozzarella. He? Ja.
Dann ist das auch gut soweit. Da ein bisschen auspressen. Je länger ihr da im Kühlschrank lagert und er gegen das Haltbarkeitsdatum angeht, umso mehr Wasser sucht drauf und umso weniger genießbar wird er. Schmeckt dann einfach etwas anders. Also dünnt da relativ frisch nehmen. Dann, Moment, kein Wasser. Dann könnt ihr den nämlich einfach nur schön auseinanderrissen, wenn er noch relativ frisch ist. Dann geht das nämlich ganz gut. Jetzt tun wir da einfach auseinanderzupfen. Und machen hier kleine Fetzen draus. So, dass das richtig auseinanderdruckt. Ja, Mozzarella-Stückchen gibt. Auseinanderdruckte Mozzarella-Stückchen. Dann nehmen wir jetzt wieder unser belegtes Blech bereits. Und dann hier einmal den Käse drüber streuen. Den Parmesan. Die Mozzarella, die wir jetzt gemacht haben. Wenn wir auch noch schön hier drauf verteilen. Oben drauf haben wir noch, wenn wir wollen, die restlichen Zwiebeln haben. Oder wir lassen es bleiben. Ich mache sie jetzt drauf. Das restliche Fleisch, das wir haben, das tun wir jetzt auch noch mal hier drauf verteilen. Und schauen, dass das ja, optimal ist, wenn es schön eben ist, überall in einer gleichen Höhe ist. He? Dass es nicht ein Haufen gibt am Schluss, sondern dass das Zeug sich hier auf die Seite rauspressen. Dass das auch wirklich eine gleichmäßige ebene Fläche hat. Nicht, weil das so korrekt aussehen muss, sondern dass es regelmäßig schön durchbacken kann, wenn das nachher im Ofen drin ist. He? Übrig bleibt noch Ei. Machen wir das dann immer rein. Ja. Hopp, Deckel drauf. Schütteln. Gut. In den Deckel kann man es reinleeren gerade. Dann habe ich eben erwähnt, dass wir das noch brauchen. Jetzt tun wir hier mit dem Ei, ich glaube, ich muss mir jetzt mal einen Pinsel helfen, ich habe keinen Pinsel. Jetzt tun wir mit dem Ei hier den Rand, den wir freigelassen haben, den ich gleich gesagt habe, wir sollen nicht bis raus machen. Tun wir hier Ei drauf leeren. Dass hier am Rand überall Ei drauf ist. Mit dem Pinsel kann man es auch drauf verstreichen, fein, wenn man hat. Ja, fast die bessere Lösung. Und deswegen sollte auch nicht zu viel Flüssigkeit austreten auf die Seite, weil ja, Tomatensaft nachher am Seite am Rand ist und nicht nur ein Ei. Das brauchen wir jetzt zum Binden, he? Zum Teig. Wir haben ja den Teig noch nehmen, wir haben ja einen Deckel. He? Um das miteinander zusammenkleben können, mehr oder weniger. He? Und den anderen Teig legen wir hier schön drauf. Dass das abschließt. Das Papier brauchen wir nicht. Dann einfach hier oben drüber abrollen. Ja. Das hier auch noch schön überziehen. Ja. Jetzt kommt hier schon das Ei bereits raus. Tomatensaft auch und das hier schön am Rand zusammen verpressen. Hier, wo es Tomatensaft hat, geht das eben nicht so gut. Deswegen sollte kein Tomatensaft raus. Ja. Hier schauen, dass das hier noch ein bisschen abgedruckt und auf die Seite gezogen wird. Dann hätten wir noch das restliche Ei. He? Dann leeren wir das hier drüber leeren und das hier noch schön verstreichen, was jetzt mit meinem Pinsel Vorteil war. Jetzt haben wir hier quasi ein riesengroßes Ravioli, könnte man auch sagen. Und damit das nicht sich aufbläst, tun wir jetzt hier auch noch ein bisschen einstechen. Und dann sind wir ready für zum Backofen gehen. Okay, Backofen auf!
Ja, jetzt wäre die Zeit um. He? Das sieht schon richtig gut aus. Ich habe mich aber entschieden, das noch mal 10 Minuten länger drinnen zu lassen. Ich schaue aber dennoch nach 5 Minuten. Vielleicht tue ich es dann nur 5 Minuten länger. He? Ha, jetzt ist mir doch gerade noch etwas anderes eingefallen. Weil da so viel Feuchtigkeit drin ist, he? Flüssigkeit. Jetzt stelle ich hier nur noch die restlichen, ja, jetzt sind es wahrscheinlich noch 7 Minuten, he? Auf diesen 10. Dann mache ich die restlichen 7 Minuten nur noch Unterhitze machen, damit von unten noch etwas mehr geheizt wird. Die Zeit ist um. Irgendwie würde ich es lieber gerne noch länger drin lassen, aber ja. Sehen wir dann, schauen wir mal an. Wow, dampft raus, wie ihr seht. He? Ich habe es noch nie aufgemacht. Ich mache das für euch auf gemeinsam. So. Oh, fein. Wunderbar, hä? Schneiden wir mal rein. Fahren wir wieder auf den Blech. Ja. Ja, ich weiß, was ich mache. Ich nehme ein Holzbrettchen. He? Mal sehen wir gerade, wie stabil das es hat. Ja, scheint gut zu sein. Schiebe das Holzbrett hier drunter. So. Jetzt können wir ein Stück abschneiden. Ah, jetzt schneide ich hier mal ein tellergrosses Stück raus. He? Hier machen wir auch noch mal ein Stück. Ja, unten merkt man gerade, ja, da kommt gerade der Schinken raus. Und er fühlt sich weich an. Ja. Oh, erstaunlich, fein. Gar nicht flüssig und läuft nicht raus. Wunderbar. Ist das fein.